17 Jahre deutsche Einheit. Wird die DDR-Vergangenheit verklärt? Im Gespräch der Beauftragte für Menschenrechte Günter Nuke. Herr Nuke, 17 Jahre deutsche Einheit, wird die Vergangenheit der DDR inzwischen verdrängt? Ich glaube, dass es eher wieder einen umgekehrten Trend gibt, dass man sich interessiert für das, was geschehen ist in der DDR. Auf jeden Fall gibt es viele Filmprojekte, dass nicht alles jetzt vielleicht eins zu eins die Erfahrung der Menschen in der DDR widerspiegelt, sondern manches auch halt Filmstorys sind. Aber so, wenn man mal guckt, von Sonnenallee über Goodbye Lenin zum Leben der anderen, da ist schon auch mehr Tiefgang in die Filme reingekommen. Sie waren Bürger der DDR, Sie haben dort gelebt, auch als Dissident. Wie haben Sie die DDR eigentlich im Alltag erfahren? Ja, ich glaube, man muss unterscheiden, ob Sie sich mit den Grenzen, die Ihnen das System setzt, abfinden wollen oder ob Sie eher so ein Typ sind, wo Sie sagen, es muss doch wenigstens das, was hier auch verbrieftes Recht selbst nach DDR-Gesetzen war, möglich sein. Also, dass man sich frei unterhält, versammelt, vielleicht auch mal in einer öffentlichen Betriebsversammlung oder ja in der Kirche wenigstens das tut, was man für richtig hält, nämlich auch das System zu kritisieren. Und das ging nicht. Also die DDR war schon ein Staat, der im Grunde das Leben möglich machte, wenn man sich an die gesetzten Grenzen hielt. Sobald man diese Grenzen überschritt, wurde es sehr unangenehm. Und im einfachsten Fall wurde man ausgewiesen oder wenn man das nicht angenommen hat, dann auch für längere Zeit inhaftiert. Und die DDR der 80er Jahre, wo ich ja etwas aktiver war, ist ja nicht vergleichbar mit dem Stalinismus Anfang der 50er Jahre, aber auch nicht mit einem doch repressiveren System noch in den 60ern und Anfang der 70er. Von außen betrachtet, als Nicht-DDR-Bürger, wirkt es so, als würden die Menschen heute die DDR, ich weiß, sag's mal brutal, verklären als einen nur fürsorglichen Staat. War er denn das so? Waren die Menschen wirklich so aufeinander hin orientiert? Ja, die Gemeinschaft, die immer dann beschworen wird, hat natürlich so etwas wie eine Gefängnis- oder Knastgemeinschaft. Wenn die Bedrohung von außen groß ist, dann rottet man sich eher zusammen oder fühlt sich auch wohler dann in den menschlichen Beziehungen, wenn man sich gegenseitig auch Hilfe zusagt. Das ist natürlich in einer sehr freiheitlich organisierten, individualistischen Gesellschaft wie heute anders. Aber ich glaube, man darf ein System nicht danach beurteilen, was es für Reaktionen erzeugt für diejenigen, die quasi negative Dinge versuchen abzuwehren. Dass das in der persönlichen Erfahrung von Einzelnen etwas verklärt wird, das haben wir oft, das gibt es ja selbst mit Kriegserfahrung. Deshalb kann ja Krieg nicht gut sein und auch die Diktatur in der DDR war nicht gut. Und wenn man jetzt versucht, das irgendwie anders darzustellen, dann weise ich gerne darauf hin, dass in der Selbstwahrnehmung und Beschreibung des Marxismus-Leninismus die DDR natürlich eine Diktatur des Proletariats war. Und so hat man sie auch erfahren. Es war auch kein Rechtsstaat. Es war schon ein Unrechtsregime. Es wirkt so, als würde man die DDR von außen betrachtet entpolitisieren, ganz bewusst entpolitisieren, damit man sich um die Frage drückt, was für eine Art von Diktatur war das? Haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, es gibt ja einige politische Kräfte in Deutschland, die schon ein Interesse daran haben, den Sozialismus in einem guten Licht erscheinen zu lassen, wenn Herr Lafontaine nach Kuba fährt und meint, wir müssen nicht über Menschenrechte reden, sondern Kuba sei da auch ein sehr sozialer Staat. Dann kann ich nur sagen, auch das stimmt nicht. Auch die Psychiatrie oder die Krankenhäuser in Kuba und auch in der DDR sind nicht so, wie man das selbst von unseren Mindeststandards, die wir als Menschenrechtler oft definieren, auch im sozialen Bereich, dass man da zufrieden sein konnte. Also ich glaube, man muss das eine sehen. Das andere ist die persönliche, individuelle Wahrnehmung von Menschen. An der kann man auch nicht vorbei Vergangenheitsaufarbeitung betreiben. Die persönliche Wahrnehmung ist eben oft bei einer Mehrheit von Leuten so, dass sie sagen, ich habe doch eigentlich ganz nette Erinnerungen. Das Wetter war schön, der Familienurlaub, die Geburtstage der Verwandten. Und selbst wenn es mal Ersatzteile nicht gab, erinnert man sich daran, wie man sie gekriegt hat und nicht, wie viele Jahre man darauf versucht hat zu warten oder es zu besorgen. Und dann verklärt sich das natürlich auch. Aber da bleibt, glaube ich, entscheidend der Satz, dass man ja überall in jeder Gesellschaft doch eine Mehrzahl von Menschen hat, die sich primär nicht politisch wirklich engagieren wollen. Dann konnten sie natürlich auch Rosen züchten in der DDR oder sich mit Naturfotografie befassen. Das hat das System nicht irgendwie gefährdet, aber den Einzelnen
bleibende, auch positive Erinnerungen verschafft. Und das darf aber nicht die Beurteilung des Systems bestimmen, sondern da sage ich, diese Erinnerungen sind individuelle Erinnerungen, die soll man keinem nehmen, aber über das System muss man schon als Unrechtssystem dann sprechen. Eine merkwürdige Diskussion gab es vor ein paar Wochen, als plötzlich die Frage aufkam, hat es den Schießbefehl gegeben, hat es ihn nicht gegeben, gibt es ihn schriftlich? Unbestreitbar ist ja, dass geschossen wurde, unbestreitbar ist, dass es Tote an der deutsch-deutschen Grenze gab. Wie finden Sie so eine merkwürdige Diskussion, in der auch politische Gegner plötzlich sagen, man wisse nicht genau, ob es ihm wirklich gegeben habe oder nicht? Ist dieser Schießbefehl, die Diskussion über den Schießbefehl, vielleicht auch symptomatisch für das, wie in Deutschland mit der DDR umgegangen wird? Ich habe die Debatte so verstanden, dass es offensichtlich nicht überall klar war, dass geschossen wurde. Und insofern war, ob die Akte nun vorher bekannt war oder nicht, ist nicht entscheidend. Es ist wichtig, dass wir nochmal über die Wahrnehmungsschwelle hinaus in ganz Deutschland klar gemacht haben, natürlich gab es diesen Schießbefehl. Und natürlich wurde auch auf Frauen und Kinder geschossen. Und dass Diktatoren auch nach und nach gelernt haben, das traf natürlich auch auf die DDR zu. Man hat viele Menschenrechtsverletzungen, die wir heute beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verfolgen würden, nicht mehr schriftlich fixiert. Was früher noch in deutscher Bürokratie dann auch per Beschluss und Befehl durchgesetzt wurde, das war im DDR-Sozialismus schon eher mündlich und in anderer Form vereinbart. Natürlich hat es genauso gewirkt und gab es für die Soldaten einen klaren Befehl, Feinde und Grenzverletzer zu liquidieren. Und das war bei jedem Wachaufzug ganz klar, dass geschossen werden musste. Und dafür wurde man belobigt. Und wenn man es nicht getan hat, hat man Ärger gekriegt. Aber natürlich sind auch Befehle in einer Diktatur kein Freibrief, dass der Einzelne nicht mehr nachdenkt, was er machen darf und was er nicht machen darf. Es gibt eine Behörde in Deutschland, die 180 Kilometer Stasi-Akten, die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit, abarbeitet. Ist das eigentlich der Ort, die Vergangenheit aufzuarbeiten? Es ist ein wichtiger Ort, aber eine Behörde, die sich nur mit Stasi-Unterlagen befasst, darf nicht der Kern der historischen Aufarbeitung der DDR sein. Weil die DDR war natürlich entsprechend dem Marxismus-Leninismus geführt vom Politbüro der SED. Und die Partei hatte das Sagen. Und auf allen Ebenen waren staatliche Stellen nachgeordnet, aber auch der Schutz und Schild, Schwert der Partei, die Staatssicherheit, waren Befehlsempfänger. Und insofern muss die Verantwortung, und so war es auch in der Realität, bei der Partei und beim Politbüro bleiben. Und deshalb darf man nicht nur über Staatssicherheit reden, weil dann der Eindruck entsteht, als hätten inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit mehr Verantwortung als hauptamtliche Parteifunktionäre. So war es nicht. Beschäftigt man sich genug mit der SED und dem Politbüro? Ich finde, dass wir schon in den letzten 17, 18 Jahren sehr viel darüber geredet haben, wie viel bei auch der jüngeren Generation wirklich angekommen ist. Da kann man wohl in den Schulen noch mehr machen. Da kann man sicher auch mit Medien und Mitteln, die die breite Öffentlichkeit erreichen, noch mehr zu tun. Also meine Vorstellung wäre, wenn ich jetzt so schaue, wie viel wir über 30 Jahre RAF geredet haben, also die Aufarbeitung deutscher Geschichte wäre für mich erfolgreicher, wenn der deutsche Herbst 1989 wäre, die erfolgreiche Freiheitsrevolution, die friedliche Revolution vom Herbst 1989 und nicht die negative Terrorismuswahrnehmung von 1977. Das haben wir noch nicht erreicht, aber wäre ja eine Aufgabe. Herr Noke, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön.